Hi Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Liam und in diesem Video möchte ich mit euch über Dragon Chain sprechen. Dazu gehen wir einmal auf meine PowerPoint-Präsentation, die ich vorbereitet habe. Und zwar, Dragon Chain ist ein ursprüngliches Projekt mit Disney, welches jedoch sich 2016 von Disney getrennt hat, um es als Open-Source-Projekt vorzuführen. Die Ziele von Dragon Chain sind unter anderem halt, das flexibelste, sicherste und geschäftsfähigste Plattform im Smart Contract Bereich zu erstellen. Aufbau auf einer skalierbaren, serverlösen Plattform mit integriertem Schutz von Geschäftsdaten unter Verwendung etablierter Programmsprachen. Inkubatorprogramm, welches ein standardisiertes Verfahren ist, um ein Blockchain-Projekt zu starten. ICOs möchten die auch abdecken und es ist halt ein Konkurrenz, also die Konkurrenz-Coins, die es dazu gibt, sind unter anderem Stellar, Neo und Ethereum. Also Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Das sind natürlich richtige Brocken, gegen die die dann sozusagen antreten werden oder antreten wollen, jedoch ist ja auch alles möglich, wenn die das alles gut umsetzen. Wir können dazu auch jetzt noch einmal auf die Seite von Dragon Chain gehen. Und zwar steht ja hier gleich am Anfang Blockchain Business Magic mit dem Logo, was halt sehr auch an Disney erinnert. Be a part of the most secure, flexible and business-ready Blockchain-Plattform and Ecosystem. Also die sicherste, flexibelste Business-Plattform halt auf der Blockchain sozusagen. Und hier steht dann halt auch nochmal die einzelnen Ziele, die sie halt damit abdecken möchten. Wir können jetzt uns auch nochmal kurz das Team anschauen. Und zwar ist das Team mit dem CEO Joe Roots, der halt 20 Jahre Erfahrung in Software, Architektur und Sicherheit und Skalierbarkeit halt hat. Dann gibt es noch die Ellen Queenan, die halt 7 Jahre auch bei Walt Disney gearbeitet hat im technischen Bereich. Und dann gibt es dann natürlich auch noch andere Kollegen da, die halt auch schon hier einiges an Erfahrung auch mitbringen, hier 20 Jahre Softwareentwicklung und ja, so weiter und so fort. Das könnt ihr euch natürlich auch gerne nochmal selber angucken im Detail. Es sind halt einige Personen, die hier dabei sind, die halt auch Erfahrungen mitbringen, gerade hier oben die ersten, die hier dargestellt sind. Und von daher kann das natürlich auch was Interessantes werden. Wir gucken uns mal jetzt hier im CoinMarketCap die aktuellen Zahlen an. Und zwar Dragon Chain hatte jetzt einen kleinen Rückfall von 3 auf $3,36. Der Coin wurde hier im CoinMarketCap aufgelistet. Dezember 2017, also vor ein bisschen mehr als einem Monat, mit einem Preis von 27,6 Cent. Also wirklich einen immensen Sprung gemacht, wenn man sich das mal anguckt. $3,36, also über 1000% zugelegt. Und richtig los ging es dann halt ab dem 30. Dezember, wo die dann halt bei 80 Cent etwa schon waren. Nach und nach. Und dann ging es steil bergauf innerhalb von einem Tag auf $2,53. Und dann am 10. Januar ein Hoch von $5,13. Und jetzt halt ein Dip, wieder halt ein bisschen beruhigt. Da war natürlich der FOMO-Effekt wieder hier zum Tragen gekommen. Und jetzt beruhigt sich das wieder. Und daher, wenn man jetzt einsteigen würde, wahrscheinlich, vielleicht geht es natürlich noch weiter runter, das kann man natürlich nicht genau sagen. Aber es ist schon mal auf jeden Fall im etwas günstigeren Bereich wieder gelandet. Und insgesamt gibt es eine komplette Auslieferungsmenge von 433 Millionen Coins und 238 Millionen sind jetzt bereits ausgeliefert worden. CoinMarketCap aktuell 801 Millionen und der Platz 46 im CoinMarketCap. Dann können wir uns nochmal anschauen, wo Dragon Chain noch gelistet ist, auf welchen Marktplätzen.
Unter anderem halt KuCoin, Coin Exchange, Ether Delta, Gate.io, Token Store, Banco. Also bis auf KuCoin, meiner Meinung nach, sind das halt alles noch nicht die größten Exchanges, die da Dragon Chain gelistet wurde. Von daher, wenn es dann vielleicht demnächst auch noch unter anderem bei Binance oder halt bei anderen Exchanges noch gelistet wird, dann kann es natürlich noch weiter bergauf gehen. Aktuell meiner Meinung nach halt nur KuCoin, der etwas also größere Exchange. Und von daher ist da auf jeden Fall noch einiges an Potenzial vorhanden. Es ist hier jetzt alles natürlich keine Anlageberatung. Bitte macht da auf jeden Fall eure eigenen Recherchen erstmal. Das ist meine persönliche Meinung. Und von daher bitte informiert euch auch nochmal selber, bevor ihr natürlich jetzt kauft. Ja, also von daher ist da auf jeden Fall noch einiges drinne, denke ich. Und der Coin hat auf jeden Fall etwas zu bieten. So, das soll es auch jetzt schon gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte hinterlasst einen Daumen nach oben. Wenn ihr Fragen und Anregungen oder Tipps habt, nutzt den Kommentarbereich unten. Abonniert meinen Kanal. Und wenn ihr den Coin halt kaufen möchtet bei KuCoin, ich werde auch einen Link hier unter dem Video hinterlegen. Da könnt ihr dann den anklicken und werdet dann direkt zu KuCoin weitergeleitet. Ich wünsche euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.